Und was meinen Sie? Also vom Profil her würden Sie super zu uns passen. Haben Sie Lust auf den Job? Also ich bin ganz ehrlich, Sie scheinen ja ein ganz netter Typ zu sein und so, aber ich glaube, der Job, der ist wohl leider nichts für mich. Was? Warum denn nicht? Ach, das hat viele Gründe und ich will jetzt weder meine noch Ihre Zeit damit verschwenden, darüber zu diskutieren. Okay, ja, das respektiere ich natürlich. Also auf jeden Fall Dankeschön, dass Sie so ehrlich sind. Ach, das ist doch selbstverständlich. Also? Also was? Na, haben Sie nicht irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Naja, die Fahrt hierhin, die hat mich ja Zeit und Geld gekostet. Ja, ich glaube, das ist so gewöhnlich, wenn man irgendwo hinfährt, oder? Ja. Also? Was wollen Sie jetzt von mir? Ist das nicht selbstverständlich? Ich möchte gerne meine Fahrtkosten von Ihnen zurückerstattet haben. Wie bitte? Na, Sie haben mich doch eingeladen. Ist doch nur fair. Also, da verwechseln Sie, glaube ich, was. Sie sind hier nicht beim Jobcenter. Aber ich brauche das Geld. Ich habe das fest für meinen Wocheneinkauf für diese Woche mitkalkuliert. Wissen Sie was? Damit das hier irgendwie ein Ende nimmt, spiele ich das einfach mal mit. Also, mit wie viel haben Sie denn gerechnet? Also, der E-Roller hierher, der hat mich, glaube ich, 1,25 Euro gekostet. Ich wohne hier faktisch um die Ecke. Fuck my life.